Der Marathon ist jetzt sogar 200 Wochen her und wie gesagt, ich habe es nicht geschafft. Aber was ich geschafft habe, ist, innerhalb von einem Jahr meine Marathonzeit von 4 Stunden und 9 Minuten auf 3 Stunden und 12 Minuten zu verbessern. Deswegen zeige ich dir in diesem Video meine 5 besten Tipps, um länger und schneller laufen zu können. Lass uns nicht viel Zeit verlieren und direkt reinstarten. Tipp Nummer 1, der richtige Laufschuh. Egal wie viele Leute mich noch fragen werden, ich kann keinen Schuh per se empfehlen, den du zum Laufen nutzen solltest. Ich sage jedes Mal, geh in den Sportladen deines Vertrauens, mach eine Laufanalyse, um zu gucken, ob und wo du gesondert Unterstützung brauchst beim Laufen. Dementsprechend wird dir dort ein Schuh empfohlen, der für dich am besten funktioniert. Wenn du ab und zu laufen willst, reicht dir auch irgendein Schuh. Aber wenn du wirklich ambitioniert laufen möchtest, dann solltest du auf jeden Fall eine Laufanalyse machen. Und ich kann dir auch genau sagen, warum. Wenn du auf Dauer immer den falschen Schuh läufst, dann hat das einen Übertrag auf deine Knie, auf deine Sprunggelenke und dementsprechend wirst du Schmerzen haben, wenn du dauerhaft den falschen Schuh läufst. Und beachte auch, dass ein Schuh ungefähr 600 bis 1200 Kilometer hält. Das ist völlig individuell, je nach Schuh. Das wird dir aber dann auch im Sportgeschäft gesagt, wie lange der Schuh hält. Tipp Nummer 2, die richtige Ernährung. Wenn du wirklich öfter die Woche trainieren gehst oder auch laufen gehst, solltest du die Ernährung auf gar keinen Fall vernachlässigen. Vor allem, wenn du dich vielleicht auf einen Marathon oder einen Halbmarathon vorbereitest, hast du einfach ein sehr, sehr großes Volumen. Du gehst super oft laufen, dementsprechend forderst du auch deine Muskulatur und gerade deswegen solltest du deinen Fokus auf die Ernährung auch legen. Viele denken immer noch so, ich gehe doch nur laufen, warum sollte ich auf meine Ernährung achten? Ich verbrenne doch Kalorien, ich nehme doch ab, das reicht doch vollkommen. Aber bei muskulärer Belastung, die vor allem auch durch Krafttraining oder auch Laufen entsteht, solltest du auch gerade da deine Proteinzufuhr beachten. Denn Proteine sind der Baustein des Körpers. Alles, was du am Körper hast, besteht aus Protein. Und dementsprechend sind Proteine absolut essentiell für die Regeneration. Dazu kommen natürlich noch Mikronährstoffe, die du über Obst, Gemüse aufnimmst, aber auch eine allgemeine ausgewogene Ernährung. Nur weil du dich sportlich betätigst, heißt das nicht, dass du die Ernährung komplett schleifen lassen musst, sondern gerade dann ist die Ernährung einfach essentiell für einen funktionierenden Körper. Also Proteine erhöhen, ungefähr 2 Gramm Proteine pro Kilogramm Körpergewicht, genauso auch wie im Krafttraining und allgemein nährstoffreich ernähren. Dann stellt sich natürlich auch die Frage, möchtest du abnehmen oder halt eben dein Gewicht halten? Wenn du abnehmen möchtest, brauchst du ein Kaloriendefizit. Bei mir war das so, ich hatte 4-5 Laufeinheiten die Woche, dann noch 4 Krafteinheiten und dementsprechend hatte ich einen erhöhten Kalorienverbrauch, habe trotzdem noch 3000 Kalorien gegessen und in der Zeit, in den 16 Wochen habe ich ungefähr 9 Kilogramm abgenommen, was auch absolut mein Ziel war, denn ich wollte einfach ein geringeres Körpergewicht, um einfach schnell voranzukommen, einen geringeren Puls zu haben und dementsprechend auch weniger Last für meine Knochenbänder zu haben. Das bedeutet, wenn du abnehmen möchtest, brauchst du ein Kaloriendefizit, dann auf die Proteine achten, Gemüse und Obst essen und allgemein nährstoffreich ernähren. Tipp Nummer 3, genügend Schlaf. Wenn du eine hohe körperliche Belastung hast, ist es absolut essentiell für die Regeneration, genügend zu schlafen. Orientiere dich am besten bei 7 bis 8 Stunden Schlaf jeden Tag. Denn priorisierst du nicht deinen Schlaf, wirst du nicht optimal regenerieren. Regenerierst du nicht optimal, kannst nicht die maximale Performance abliefern und kannst dich auch nicht im Training steigern. Deswegen jede Nacht 7 bis 8 Stunden schlafen, um optimal zu regenerieren, nicht krank zu werden, das Immunsystem nicht zu schwächen und einfach maximale Leistung abrufen zu können. Tipp Nummer 4, baue unterschiedliche Laufeinheiten ein. Ich hatte Easy Runs, Long Runs, Intervalle und Tempo Runs. Easy Runs machst du, um in einer lockeren Pace Kilometer zu sammeln. Intervalle sind dafür da, um deine Geschwindigkeit und deine Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Long Runs sind da, um dich an die langen Strecken zu gewöhnen. Und Tempo Runs sind dafür da, um dich an die Race Pace zu erhöhen, die du an deinem Wettkampftag laufen möchtest. Baue diese 4 unterschiedlichen Laufeinheiten ein, um zum einen Abwechslung zu haben und zum anderen auch optimale Fortschritte zu generieren. Und der 5. und letzte Tipp ist Krafttraining. Ich mache mittlerweile 10 bis 11 Jahre Krafttraining und meine Muskulatur ist an die Belastung einfach gewöhnt. Deswegen hatte ich die komplette Vorbereitung, null Probleme mit Shinsplits, Knieschmerzen, Sprunggelenkschmerzen oder sonstigen anderen Arten von Schmerzen, die jeder Läufer hat. Nichts. Und deswegen bin ich super froh, seit 10 bis 11 Jahren Krafttraining zu machen, weil dadurch habe ich meine Muskulatur dran gewöhnt, an die Belastung, meine Sehnen, Bänder und Gelenke
Und dementsprechend konnte ich wirklich jede Einheit durchziehen und musste nie verletzungsbedingt ausfallen. Hast du einmal Probleme mit Shinsplits oder Knieschmerzen, wirft dich das einfach super weit zurück. Und du musst pausieren und natürlich bist du dann auch gefrustet, weil du dann halt nicht laufen kannst. Dementsprechend solltest du auch Krafttraining in dein Lauftraining oder in dein Hybridtraining einbauen. Das waren meine 5 besten Tipps, um im Laufen besser zu werden, um deine Zeit, die du anvisierst, zu verbessern. Falls du noch irgendwie Tipps hast, die ich vergessen habe, die andere auf jeden Fall wissen sollten, schreib sie gerne in die Kommentare. Ansonsten lass mir gerne ein Like und ein Follow da und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut, ciao.